Sali miteinander, wir von Kränken TV stehen hier vor dem Probelokal von der Basement Saints und werden gleich ein paar interessante Gespräche mit diesen Kielen führen. You ready? In 2013 habt ihr euch gegründet, das ist erst 3 Jahre her und seitdem hat sich schon ziemlich viel da. Ihr habt den Jugendförderungspreis bekommen 2016 von Kränken. Ihr habt Fernsehauftritte gehabt, im April Plattendorf im Koffer. Wie fühlt ihr euch so dabei? Ihr seid in den Medien bekannt worden, man hat von euch geredet, auf Facebook über 4000 Likes. Ja, wie fühlen wir uns? Schwer zu sagen. Wir sind echt stolz, genau. Das, was wir erreicht haben. Oder dürfen erreichen, eigentlich. Aber wir sind die normale Menschen, ja. Und ja, also, ich meine, jetzt seid ihr eben, man redet von euch, man liest von euch. Ist das euch ein Ziel gewesen? Oder habt ihr ursprünglich mal gesagt, wir machen Musik einfach just for fun? Oder ist das schon eigentlich euch ein Ziel gewesen, mal mit Musik Geld zu verdienen, das hauptberuflich zu machen? Ich war gesehen, einfach mal zusammen Musik zu machen. Gute Musik zu machen. Musik, die uns gefällt. Was ich daraus entwickelt habe, das passiert halt. Aber es ist ja schön, dass es so kommt. Cool. 4 Jahre lang jammen und irgendwie andere Leute auch. Einfach hören. Also ich glaube nicht, dass unser Ziel ist, dass wir nicht Musik machen, die Geld verdienen wird. Ja. Also schon einfach, weil es eure Leidenschaft ja. Ist. Rock'n'Roll Free for the Soul, oder? Rock'n'Roll for the Free Soul. For the Free Soul, okay. Ja. Das ist so, wie ihr eure Musik umschreibt. Wenn ihr zusammen jammt und Musik macht, dann seid ihr alle auf dem gleichen Level? Oder gibt es da zwischendurch Situationen, wo einer meint, hey, ich will jetzt endlich in eine andere Richtung? Oder wie seht ihr das? Seid ihr alle auf dem gleichen? Es ist echt unglaublich. Wir haben uns irgendwie einmal gefunden und auf dieser Schiene fahren wir irgendwie. Irgendwo durch sind wir alle auch ein bisschen offen für etwas Neues oder so. Aber wir haben so eine Schiene eingeschlagen und die jetzt bei allen ziemlich gut. Also wir haben es sehr gut gefunden. Ja.
Mal. Jetzt im Herbst geht er auf Tour. Spanien, Holland, Deutschland steht auf dem Plan. Yes. Ja, jetzt haben wir ein Büssli. Jetzt wollen wir das. Ein Büssli. Ja, ein Büssli haben wir jetzt gehört. Ja, und wie sie, also habt ihr euch irgendwelche Ziele gesetzt? Habt ihr irgendwelche Erwartungen, was die Tour für euch bringt? Oder? Ich glaube, wir freuen uns einfach riesig drauf, also riesig drauf. Und Erwartungen. Nein, wir. Ferien. Nein, dass wir es durchstehen. Dass wir einfach wirklich Vollgas geben an jedem Tag. Und wir haben, sind 12 Tage unterwegs und haben, glaube ich, 8 Auftritte. 10. Oder 10 Auftritte. Also, es ist recht intensiv. Und ja, wir freuen uns mega. Es wird spannend. Das Abenteuer einfach. Voll. Neue Leute kennenlernen, neue Orte sehen. Ich glaube, morgen lang kennenlernen. 12 Tage im Bus und auf lang oben. Ja. Ja, und was auch noch speziell ist an eurer Band, ist der Heckenbassist. Mo. Was, Mo? Ja, ich bin Bassist. Du bist Bassist? Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, das Internet sagt euch was anderes. Das ist ein bisschen spezieller Bassist. Gitarre, Bass. Über einen Bass-Amp. Okay. Der Cheater mit Gerätchen da. Das war einfach so eine Zwischenlösung, irgendwann, weil wir einfach keinen Bassist gefunden haben oder irgendwann ist mir dazugekommen. Irgendwann ist auch gemerkt, der Boden fällt und so. Und das war einfach so eine Zwischenlösung. Und seitdem haben wir einfach gemerkt, es klappt recht gut und es funktioniert. Und ja,
ja, wenn wir vor der Zukunft reden, wie sieht es aus für 2017, 2018? Habt ihr da irgendwelche grossen Pläne oder seid ihr da mehr so locker und mal schauen, was kommt? Album, das neues Album. Das ist sicher mal ist ein grosses Ziel. So, jetzt haben wir das Büssli. Das erste Album haben wir jetzt, das Büssli haben wir jetzt. Tour ist schon. Und der Album. Ein paar Songs haben wir schon in Entwicklung, in Bearbeitung. Können wir gespannt sein, was wir in der nächsten Zeit von den Basement Saints dürfen hören. Und ich bedanke mich recht herzlich für das interessante Gespräch. Alles Gute für die Zukunft. Merci. Merci. Salut miteinander! Ist du hier vor dem Bass? Hör auf lachen! Ja, ja, ich bin ruhig. Also. Nein, das ist ein Zuspiel. Er kann es nicht bringen. Und wir werden in Zukunft sicher noch viel von Ihnen hören. Tore, stell ab.